Also mit Kunst kommt man ja schon relativ früh in Berührung. Zeichnungsunterricht war, Sachen abzeichnen normalerweise und schön gestalten und all das, das habe ich nicht können. Motorisch gesehen habe ich einfach nicht das, eben Blumen oder Häuschen und Landschaften können zeichnen. Und meine Zeichnungslehrerin in der Sekte, die hat mir immer ein grosses Blatt gegeben, viel grösser als alle anderen bekommen haben. Und dann hat sie gesagt, du musst einfach gross und tu dich einfach auf dem Blatt jetzt mal austoben. Und als Kind will man ja gleich sein wie die anderen. Und ich war dann irgendwie hässig. Und jedes Mal hat sie gesagt, hey, das ist super, das ist gut, das ist sehr ausdrucksstark und so. Und mich hat das an und für sich eher genervt als aufgebaut. Und es sind so Sachen, die einem bleiben für die spätere Karriere. Des plaques de cuivre, ou bien là tu as l'argent aussi, tu peux aussi. Hein. Ça, ou bien du métal, tout simplement. Tu peux faire tous les métaux. Tu peux aussi faire sur du plexiglas. Mais c'est moins stable, tu vois. Il n'y a pas la même résistance et la même précision. Oui, et ça, ça dure une éternité. Im ganzen künstlerischen Prozess ist für mich auch wichtig, dass ich mich austauschen mit. Mit Freunden, mit Gleichgesinnten. Es müssen nicht immer die ganz Gleichgesinnten sein, es darf auch kontradiktorisch sein. Aber wichtig ist, dass man nicht allein ist auf dem Weg. Dass man kann diskutieren über die neuen Projekte, über Ideen. Man kommt sehr viel Impulse über von Kollegen, andere Impuls, wo man rüberkommt, ist, wenn man halt nicht nur die Heim hockt in der Stube oder im Atelier, sondern weggeht, in die Welt raus, kennenlernen, neue Sachen entdecken, gehen reisen, ist etwas enorm Wichtiges in meinem Leben, unterwegs sein. Was hast du gemacht? Das hier. Ja, das ist schön. Aber es ist noch nicht fertig. Aber das hier, so. Das ist nicht. Das sind schon die fertigen, weißt du? Die haben wir jetzt aufgenommen. Ja. Ja. Mit denen kann man noch mal drucken. Mhm. Inspiration ist ja auch immer so ein Thema. Viele Leute haben den Eindruck, ein Künstler der wartet einfach irgendwo, bis er mal inspiriert wird von irgendetwas. Und in der Realität spielt sich das schon nicht ganz so ab. Weil, wenn man etwas kreativ machen will, ist das ist eine Anstrengung dahinter. Also, ich gehe nicht unvorbereitet an meine Kupferplatte heute oder früher an die Leinwand. Ich habe schon Ideen.
was ich machen will. Und man muss sich auch muss das aushalten, dass man mal eine halbe Stunde vor der leeren Platte ist oder vor der leeren Leinwand und sich ganz genau überlegt, wie setze ich jetzt den ersten Strich oder den ersten Kratzer. Und das bedeutet, dass man sich muss absolut abkoppeln von dem, was rund um einen herum los ist. Also man sollte ungestört sein. Also für mich gilt das immerhin, ich muss ungestört können schaffen und alles andere ausblenden. Das ist vielleicht auch etwas, was mich das ganze Leben begleitet hat, dass ich die Sachen ausblenden konnte, die vorbei sind, verdrängen, vergessen auch, mindestens für den Moment in eine andere Welt eintauchen. Alte Drucktechniken sind faszinierend. Es sind einerseits eben Prägungen, wo man quasi ein Motiv oder auch Schrift in ein nasses Papier hineinprägen und es gibt ein Relief. Gut, dann machen wir also, das da auf der Griechen. Jetzt sind wir kurz vor dem Prägen, also kommt jetzt zwar davor, gell? Davor, genau. Also, aber spiegelbildlich. Spiegelbildlich. Also musst du es drehen. Umkehr, ist das ein D? Das ich habe auch das Glück, dass ich einen sehr guten Freund habe, den Franz Hollacher, einen ehemaligen Arbeitskollege, der mich immer unterstützt bei der Ausführung von diesen Tätigkeiten. Weil allein könnte ich das nicht schaffen. Ich kann zwar das ganze Konzept machen, ich kann Gravuren selber machen, allerdings kann ich die ganze Färberei von diesen Platten und nach einem Druck, wo doch wieder sehr viel Gespür und Kraft verlangt, kann ich nicht selber ausführen. So, und jetzt Papier. Das ungefähr in Mitte. Also nicht ganz in Mitte, gell? Es muss ein bisschen, das Schiff muss ein bisschen weiter oben sein wie im Papier. Aha. Darf ich das entscheiden? Ja, aber nicht ganz in Mitte. Ja, ist gut. Das wäre nicht schön. Lege ich das da drauf. Nachher musst du ungefähr wissen, was du auch nicht tust für die nächste. Ja, ich lasse gerade am Rand von der Druckvorlage an. Okay. Dann ist es immer gleich. Jetzt decken wir den. Achtung. Und jetzt Gut. Hat die Post. Ja. Voilà. Ja, schau mal. So. Super. So, hä? Ja. Ist gut. Gut. Wir haben Prägung auf handgeschöpftem Papier. Ca. 350 Gramm pro Quadratmeter, also sehr dickes Papier. Und das Konzept dahinter ist, dass ich irgendwie 15 Wortpaar gesucht habe, alle mit 5 Buchstaben, was das Gegenteil in Deutsch und Französisch bedeutet. Und ich tue es abwechslungsweise
oben unten anordnen. Also es gibt ein paar Spielmöglichkeiten. Als Künstler fühle ich mich sehr frei. Ich habe mich nie lange aufgehalten bei einer Technik. Ich habe immer versucht, wieder etwas Neues hineinzubringen, etwas Zusätzliches, andere Formate zu suchen. Und vor allem bei der Themenwahl wenn ich meine Ausstellungen durchgehe, die ich bis jetzt realisiert habe, gibt es ganz einen Haufen Sachen, die halt aktuell sind, sage ich jetzt einmal. Also es ist darum gegangen, um Menschenrechte oder das Thema Arbeitsfrieden, das ich aufgearbeitet habe, über die Industrialisierung oder die Industriegeschichte von der Schweiz. Es hat ganz verschiedene Aspekte. Natürlich kann man die Autobiografie nie vollständig ausblenden. Muss auch nicht sein oder soll auch nicht sein. Man darf ja von sich selber auch Themen nehmen. Durch Kunst kommt man auch eben sehr man kommt in Kontakt mit sehr interessanten Leuten. Und man muss die Gelegenheiten nutzen, wenn man einen guten Draht hat zu irgendwelchen anderen Kollegen und Kolleginnen. Und ein spezieller Kollege ist der Gunter Schöne aus Berlin. Und den habe ich bei einer Ausstellung kennengelernt, die er in Bern bietet, vor mittlerweile über 20 Jahren. Also Gunter, es geht um Folgendes. Wenn die Corona-Zeit dann endlich vorüber sein wird im Sommer, würde ich gerne wieder nach Berlin kommen. Bist du im Sommer schon, hast du schon Reisepläne oder bist du in Berlin? Ich müsste mich drauf einladen. Ja? Ist kein Problem. Gut, ja, schön. Du sagst mir, wann du kommen möchtest. Okay. Okay, also ich werde versuchen, Ende Juli, Anfang August, wie letztes Jahr. Berlin ist für mich in den letzten Jahren vielleicht das geworden, wo für einen Astrolog ein Fixstern ist. Ich brauche Berlin irgendwo durch eine Woche pro Jahr, Museen, grosse Ausstellungen besuchen. Und die Weite, Berlin bietet einfach so extrem viel. Und dazu eben gute Freundschaft pflegen. Das ist so wie eine Batterie aufladen an einer Station. Due to heavy traffic here in Zurich Airport, we'll have to wait another 5 minutes before we start.